In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das grimmige Gottheit-Rüstungsset ohne Amiibo bekommt. Außerdem zeige ich euch, wie ihr die grimmige Gottheit-Klinge bekommt. Die Rüstung erhöht eure Angriffskraft und die Waffe ist ebenfalls sehr stark, leider kann sie aber wie alle anderen Waffen zerbrechen. Startet hierfür einmal beim Stall am Berge. Hinter dem Stall in der Nähe des Schreins könnt ihr Rauch sehen. Geht einmal dorthin und sprecht die zwei NPCs vor der Höhle an. Ihr müsst nun einen Schatz in einer der Truhen finden. Entweder könnt ihr alle Truhen öffnen, bis ihr die richtige findet, oder ihr gebt dem Hund Essen, bis er euch zur richtigen Truhe führt. Ich denke, es ist immer die gleiche Truhe, ihr könnt also einfach reinlaufen und versuchen, die Truhe zu öffnen, die ich im Video aufmache. Benutzt erst eure Fähigkeit, um die Truhe aus der Erde zu holen. Sobald ihr sie öffnet, kommen die zwei Charaktere und sie sprechen mit euch. Lest danach einmal die Nachricht in der Flasche. Ihr könnt nun die drei Rüstungsteile finden. Fangen wir einmal mit den grimmigen Gottheitsstiefeln an. Teleportiert euch dafür zum Turm in der Ebene von Hyrule und fliegt dann über den Dapnos-Berg zu dieser Insel im See. Das ist die Höhle des Jahrtausendbaums. In der Höhle angekommen, zerschneidet einmal die Ranken, die euch den Weg versperren, oder verbrennt sie und klettert dann einen langen Weg nach oben, bis ihr die Truhe mit den Stiefeln findet. Als nächstes holen wir uns einmal den grimmigen Gottheitspanzer. Hier auf dem Berg über der Ebene von Syd-Akala gibt es die Truhe, die wir suchen. Ich bin dafür beim Turm auf dem Ulri-Berg abgesprungen und rübergegleitet.
Ja, und unsere letzte Truhe mit der Mütze befindet sich im Totenkopfteich. Startet dafür beim Stall von Ostakala und lauft oder reitet zu dem markierten Stern auf der Karte. Von hier aus könnt ihr zur Mitte gleiten und hochklettern. Speichert hier am besten einmal euer Spiel, denn falls ihr an die Mauer fallt, sterbt ihr im Sturzflug. Springt nun einmal in dieses Loch. Unten angekommen folgt wieder dem Weg im Video und zerstört auf dem Weg die Steinmauern. Aber Achtung, im großen Raum sind neben den kleinen Gegnern größere Gegner und ein Boss. Hier oben in der Truhe gibt es dann die grimmige Gottheitsmütze. Und um nun die grimmige Gottheitsklinge zu erhalten, müsst ihr zur Höhle vom Anfang zurückkehren, aber ihr müsst alle drei grimmigen Gottheitsrüstungsteile tragen. Dann öffnet sich in der Höhle ein Durchgang und dort findet ihr die Truhe mit der Waffe. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vielen lieben Dank fürs Schauen und bis dann!